der Reihe. Boah, sind Sie geschwitzt, Junge. Ja, ich will so ja nichts sagen. Handstreif. Langst du auch. Ohne Verbrecher. Danke. Dankeschön. Aber jetzt soll man auch grundsätzlich ist alles möglich, wenn Sie nachher die Stöllchen bezahlen, weil da wird fleißig mitgeschrieben werden. Können Sie dann so machen wie unsere Jungs hier mit dieser Rolle?
Auch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Da hinten wird jetzt irgendwo eine Hand hochgehen. Da ist unser CD-Stand. Also wegen das, was wir hier fabrizieren, gefällt, der kann sich da gerne eindecken. Wir haben mittlerweile schon 2 CDs gemacht. Wir haben die auch beide dabei, ist das richtig? Haben wir beide dabei. Daneben ist da noch Infomaterial, Auftritte von der Lichtburgen-Programm, wo wir an das Kulturzentrum gebunden sind. Können sich gerne informieren. Wir sind da auch gleich noch für ein Schwätzchen da. Unter anderem hat unser Chor auch ein an das Lichtburg-Konzept gekoppeltes Musical. Thank you.
Jetzt Typ A, heute noch gewählt im Otto-Kino-Geum in Wolfsburg. Ja, lieber Matthias, du bist jetzt ein alter Hase im Paradoxfahren. Hast du denn einen Tipp für jemanden, der zum allerersten Mal auf dem Fahrrad sitzt? Was sollte man beachten, wenn man zum ersten Mal Paradox fährt? Man sollte nicht gängeln. Ah, nicht gängeln, schenken, ne? Das sagt ja mal Helge Schneider, sein Geheimtipp. Und wie sagt man so schön, man muss mit dem Hintern lenken. Links denken, rechts fahren. Ach genau, links denken, rechts fahren, Ausdruckspruch. Wunderbar, das ist die Erfolgsformel, wenn man unfallfrei auf dem Fahrrad unterwegs sein möchte. Auch nicht schlecht, lieber Matthias. Ja, wunderbar. Es scheint leider keine Freiwillige zu finden, die auch mit dem schönen Fahrrad mal eine Runde fahren möchten. Naja, der Zug hat noch ein paar Runden. Also, Skoda, das sind nicht nur Automobile, das sind auch Fahrräder. Und ein ganz besonderes Fahrrad haben wir heute schon gesagt. Hier, das Fahrrad. Paradox, wenn es doch noch Freiwillige geben sollte, die eine Runde fahren möchten auf dem wunderschönen Fahrrad, dann nur zu. Wenn ich gleich mal eine Runde fahren auf dem wunderschönen Fahrrad, nein, lieber nicht, da kann ich was sehen, ich bin auch skeptisch. So, ich blicke auf die Uhr und es ist nur noch knapp eine halbe Stunde. Kugelschreiber ebenfalls. Gewinnspielfrage beantworten.